Eine Frage, die ich recht häufig bekomme. Marco, ich habe Angst vor dem Sprechen. Was soll ich tun? Nun, die erste Antwort, die ich dir geben kann, oder die erste Einsicht, ist, du bist nicht alleine. Ich bekomme diese Frage recht häufig. Es gibt also viele Leute mit diesem Problem. Es ist also vollkommen normal, wenn du Angst vor dem Sprechen hast. Ja? Mein erster Tipp wäre, mach dir nicht so viel Stress. Es ist, wie gesagt, vollkommen normal, lange Zeit nicht sprechen zu wollen. Und um dies zu beheben, ist mein Tipp, einfach viel zu hören. Ja? Höre so viel wie möglich Deutsch und mache dir nicht zu viel Druck und dann sprudelt die Sprache irgendwann ganz automatisch aus dir heraus. Ja? Das ist der Idealfall, aber ich weiß, viele von euch sind auch ungeduldig und ihr wollt vielleicht nicht unbedingt 9 Monate warten, dass die Sprache automatisch aus euch heraussprudelt. Und ich möchte auch nicht, dass ihr euch zu viel Stress macht. Deswegen möchte ich noch ein paar weitere Tipps geben, obwohl wirklich die beste Lösung ist, einfach so viel wie möglich zu hören, wie nur möglich. Also, ich wiederhole mich, ja. Höre wirklich so viel wie möglich Deutsch. Und dann löst sich das Problem fast von allein. Aber wenn du nicht warten kannst, dann mache kleine Schritte. Okay, mache kleine Schritte. Also gerade für die Deutschlernenden unter euch, die schon in Deutschland leben oder in anderen deutschsprachigen Gebieten. Ja, fange mit kleinen Schritten an. Sage, hallo, danke, guten Morgen, Entschuldigung. Ja, und wenn du diese kurzen Phrasen schon einmal drauf hast und schon mal sagst, ja, dann baust du damit Hemmungen ab. Ja. Du weißt vielleicht schon sehr viel über die deutsche Sprache und du kannst vielleicht auch schon ganz viele Sätze schreiben, aber es ist ja immer eine andere Sache, wenn man im Gespräch ist und du denkst dir vielleicht, oh, ich könnte jetzt ganz viel sagen, aber ich traue mich nicht, na dann sag doch einfach nur Hallo oder vielen Dank oder Entschuldigung oder so. Ja? Kleine Schritte führen zum Erfolg. Ja? Babyschritte. Mach einfach Babyschritte. Und wie gesagt, kein Stress, lass dir Zeit, auch im Moment. Ja? Angenommen, du bist in einer sozialen Situation, du triffst auf einen Deutschen, ja? Oder hast eine kurze Interaktion mit einem Deutschen und du weißt nicht, was du sagen sollst oder du fühlst dich unter Druck gesetzt, ja, dann hab auch da, mach dir auch da nicht allzu viel Stress und lass dir auch da Zeit. Und in so einer Situation kannst du Floskeln wie die folgenden gebrauchen. Du kannst zum Beispiel sagen, besonders wenn dir eine Frage gestellt wird, ja, dann kannst du zum Beispiel sagen, ich muss erst mal überlegen. Oder ja, also wir sagen auch oft wir hatten einen Minister in Deutschland, der dafür bekannt war, dass er im Satz sagt, 2 oder 3 Mal im Satz sagt er Insofern kannst du auch mal sagen oder und dann weiß dein Gesprächspartner, du überlegst, ja? Oder sagst, gute Frage, also, das also kannst du auch weglassen, ja, gute Frage, oder also, und dann weiß dein Gesprächspartner auch, dass du nachdenkst über deine Antwort. Und dann gibt es dieses schöne deutsche Wort, tja. Tja kann alles Mögliche heißen, ja, meistens meinen wir mit tja sowas wie, ja, so ist das halt, oder ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, so nach dem Motto, ja. Insofern kannst du auch sagen, tja,
Also dir wird etwas gefragt und dann kannst du sagen, tja, also, ja. Und das ist schon mal ein Anfang, ja. Das ist zumindest besser als nur dazustehen und sagen, ich nicht sprechen Deutsch, ja. Richtige Grammatik ist übrigens, ich spreche kein Deutsch, ja. Oder ich spreche nicht gut Deutsch, ja. Das kannst du zum Beispiel auch sagen, ja. Mach die Sache auch einfacher. Ja, du möchtest natürlich vermeiden, dass die Person dann gleich Englisch spricht. Ja, du kannst sagen, ja, bitte sprechen Sie kein Englisch, ich möchte Deutsch üben. Ja, ich bin Deutschlerner, bitte sprechen Sie Deutsch mit mir. Ja, all dies sind solche Phrasen, die du auswendig lernen kannst und dann im Gespräch nutzen kannst, wenn du gerade nicht weißt, was du sagen sollst. Okay? Das war's, ja. Also du kannst dir bestimmt auch noch viele weitere Floskeln ausdenken, die so ähnlich sind. Und dann bist du zumindest ein bisschen vorbereitet. Ja? Gerade Gespräche, die du wahrscheinlich haben möchtest oder wirst. Ja? Je nachdem, in welcher Situation du bist. Ja, vielleicht kannst du manche Gespräche schon voraussehen, dass sie passieren und dann kannst du dich schon wappnen mit verschiedenen Floskeln. Okay, ich hoffe, dies war hilfreich. Sag mir Bescheid in den Kommentaren und wir sehen uns später. Tschüss!